Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und hier kommt gerade die Meldung. Mika liegt in den Wehen. Sie wird noch einige Stunden lang Wehen haben, bevor sie ihr Baby zur Welt bringt. Die Wehen können mehrere Phasen mit verschiedenen Schweregraden und Gefahren durchlaufen. Um die Chancen für das Baby zu verbessern, solltest du einen Arzt und einige andere als Geburtshelfer hinzuziehen. Wähle Mika aus und drücke auf für Geburt versammeln, um den Vorgang zu starten. Oh, Mika ist hier draußen. So, wir wählen Mika aus. Da, für Geburt versammeln. Jetzt, mal gucken. So, Arzt ist Doc Snyder, weiß ich nicht. Das kann eigentlich, glaube ich, besser Jambalaya machen. Weil Jambalaya ist der bessere Arzt, oder? Warte mal. Nein, Doc Snyder ist tatsächlich besser. Gesundheit. Numbers. Fertigkeiten. Medizin. Aber noch besser wäre... Doch, nee, Doc Snyder ist 13, tatsächlich. Okay, also Doc Snyder. Und wir werden aber Jambalaya auch dazu nehmen, ganz klar. Also nochmal. Doc Snyder, der Arzt. Jambalaya, Zuschauer. Na ja, gut, okay. So, 91%. Wer kann noch dazu kommen? Idealerweise der Mann, aber das ist ja Doc Snyder. Das passt ja also eigentlich ganz gut. Oh, hoppla. Wie wir hier sehen, bei Sozial-Ehefrau Mika. Das heißt, der eigene Mann als Arzt kommt dazu. So, dann Jambalaya und ich würde sagen, dann kommen noch zwei weitere dazu. Kijo und Kuzia. Und Dragna und Rado. Und Soulfox. Na gut, das bringt jetzt also auch nicht mehr. Dann lass es uns nicht zu kompliziert machen. Doc Snyder, Arzt, Jambalaya, Kuzia. Ja, komm. Jambalaya, Kuzia und Rado. Die werden jetzt mit dabei. Und. Ja, komm, und White Fox noch. Okay. So, Gesundheitseffekt des Bettes. Das müssen wir eigentlich ändern. Dani ist schon ausgewählt. Intensivbett aus Stahl. Sehr gut. So, was. Ein Arzt unterstützt dabei. Genau, okay. Sauberkeit des Raums 0,6. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, aber wir haben eigentlich alles steril. Wände, hast du nicht gesehen. Gesundheitseffekt des Bettes. Mikas Alter 26. Geliebte anwesend, natürlich automatisch. So, hier sind die Wahrscheinlichkeiten. 90% für gesundes Baby. Das ist doch schon mal gut. Krankes Baby 7,5%. Totgeburt 2,7%. Wir wollen mal das Beste hoffen. Geburt hat angefangen. Dann verfolgen wir Mika mal. So, wer? Venovo, Hypothermie. Ja gut, das war klar. Der hat ja nichts anzuziehen. Der wird wohl hoffentlich zu... Also alleine irgendwo ins Warme gehen jetzt. So, hier. Da stehen sie schon alle. Dummerweise sind die Dinger hier noch nicht fertig. Die... Also ich kann das vielleicht noch einer ganz schnell... Keine Medizin. Habe ich das nicht in Auftrag gegeben? Habe ich nicht in Auftrag gegeben, dass Medizin hergestellt werden soll? Doch, habe ich. Warum macht's keiner? Wir haben alles dafür da. Wir haben Stoff, wir haben Neutramin, wir haben Kräutermedizin. Was zur Hölle? So. Jetzt gucke ich noch... Ich pausiere mal gerade. Ich möchte jetzt nichts verpassen. Wer ist gut für raffinieren, für Drogen? Das Phoenix Eyes sind wahrscheinlich die gleichen. Nee, White Fox wäre sehr gut. White Fox ist auch nicht bei der Geburt dabei. Doch, White Fox ist dabei. Okay, dann warten wir. Hier muss übrigens noch einer mal aufladen. Das kann Dragner eigentlich jetzt mal machen, weil jetzt keine Ladestation verfügbar. Wir haben nur eine, das weiß ich. Okay, vielleicht ist dieser Raum dann ein bisschen zu klein auf Dauer. Beziehungsweise, nö, eigentlich nicht. Wir könnten das ein bisschen anders hinstellen. Dann würden hier auch zwei Ladestationen leicht reinpassen. Dann versetzen wir das mal kurz vorübergehend hier rein. Das versetzen wir mal hier hin. Das Ding wird auch versetzt und zwar so gedreht. Ja, geht natürlich nicht. Der Sturm muss erst weg. Okay.
Dann machen wir das mal. Jetzt aber ihr, so Geburt. Mika, komm. Komm zu Kammer. Komm auf Kammer. So rum. Da ist Mika. Ein Bauteilabbaulager der Fraktion Liga der Fahadjul haben wir entdeckt. Wie schön. So, sind denn alle da? Wo ist denn Doc Snyder? Der steht schon da. Konnte man nicht sehen. Gut, gut. So. Inklusive Geschrei und Gestöhne. Wie schön. Pressen. Nein, das darf nicht wahr sein, dass ich jetzt ausgerechnet... Ich habe hier einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe die Schalter falsch konfiguriert. Die Batterien müssen natürlich am Netz bleiben. Also, was ich hier gemacht habe, war nicht so gut. Das würde ich tatsächlich wieder ausschalten, damit die wieder eingeschaltet werden können. Das machen wir jetzt auch ganz schnell. Wer ist hier gerade ganz unmittelbar in der Nähe? Rentner. Der schaltet mal eben beide Batteriestromkreise wieder dazu, damit hier... Gesundes Baby geboren. Das ging jetzt aber schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kurz geht. So, aufgrund der folgenden Faktoren lag die Qualität bei 91%. Ja, ja, das haben wir alles gesehen. So, das Baby hat vorläufig den Namen Baby Jimenez erhalten. Du hast einen Tag Zeit, den Namen zu ändern. So, ja. Jetzt ist natürlich so. Ich habe keine weiteren Unterstützernamen. Deswegen nehmen wir jetzt irgendwas. Wir können den Namen ja immer noch ändern. Wir lassen einfach das hier. Wir machen ja immer die Spitznamen. Also Kate Jimenez ist doch völlig in Ordnung. Und als Spitzname wählen wir jetzt was Zufälliges. Und vielleicht... Skippy ist doch cool. Vielleicht hat ja ein Unterstützer Lust, noch dazu zu kommen und hier noch einen weiteren Namen zu claimen. Wir haben ja sonst auch noch Yolanda frei. Aber das wäre dann erstmal jetzt das Baby Skippy. So, und wird natürlich vor den Unbenannten und Sklaven einsortiert. Beziehungsweise ich würde es tatsächlich... gerne so machen, dass ich jetzt die Eltern da hinten zuordne. Mika, Doc Snyder, Skippy. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Okay. So, dann. Jetzt ist hier kein Krippenbettchen. Brauchen wir hier ein Krippenbettchen in der... Wo war ja? Eine Krippe? Haben wir hier eine Krippe? Nee, wie heißt das denn? Baby... Babyschlafplatz, Babybettchen. Müssen wir hier auch eins hinstellen. Dann aber mal rucki-zucki hier. Ah ne, ah, sie nimmt es direkt mit. Gut. Legt Skippy an einen sicheren Ort. Das wird dann hier das Bettchen sein, natürlich. Cool. So, ist... Was ist denn hier passiert? Postpartale Erschöpfung. Laktation. Okay. Unterernährung trivial. Scheibenkleister. Mensch. Doc Snyder aufstehen. Baby an einen sicheren Ort bringen. Müssen wir hier irgendwas tun? Muss irgendein Arzt was tun? Nein. Okay. Aber wir lassen mal eben füttern. Das kann dann auch Rado machen noch. Das geht nicht. Dann macht's Jambalaya. Damit die Mutter... gefüttert ist. Warte mal. Ne, alles gut. So, gut. Ist der Vater momentan mal da? Alles gut. Ich wollte gucken, ob wir Babynahrung inzwischen haben. Sollte eigentlich vorrätig sein. Wir haben zumindest in Auftrag gegeben. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie die aussieht. Wie so kleine Honiggläschen. Da sind welche. Da. Also ist da. Das Ding muss übrigens bald versetzt werden. Da sind noch 2, 4 Felder sind noch im Einzugsbereich. Dann müssten wir den Bohrer mal versetzen. Gut, lass weiterlaufen. Zimmer ist warm, alles gut. Ja, da habt ihr mich. Hier ist übrigens auch noch wieder ein Subkern. Das heißt, hatten wir nicht noch Roboter in Auftrag? Genau. Ein Konstruktoid wollen wir noch haben. Wobei, so viel bauen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich würde den tatsächlich mal rausnehmen. War der noch im Bau hier? Nee, war doch keiner im Bau. Doch, war... Nee, ist ein Giftmüllpaket. Das muss natürlich darüber gebracht werden.
Wir haben einen Agrarhelfer, wir haben schon Lastenheber. Ich denke, Lastenheber macht vielleicht noch Sinn. Das machen wir auch, ja. Ein Lastenheber noch, aber erstmal muss das Ding hier versetzt werden. Jambalaya ist noch auf den Beinen, will gerade ins Bett gehen. Dann macht Gijo nochmal eben hier kurz das Hin- und Her-Schlören. Einmal das und einmal das danach. Dann können wir nämlich das hier verschieben. Dann können wir das Ding nicht so nicht demontieren, sondern versetzen. Und zwar so. Dann kommt die Heizung hier rüber. Das Ding kommt dahin. Gijo arbeitet heute die Nacht durch. So, aber dann haben wir eine zweite Ladestation für die Droiden hier. Und dann passt das alles. Die Heizung ist jetzt nicht am Netz, soweit ich weiß. Können wir kurz kontrollieren. Nee. Okay. Dann lassen wir das mal weiterlaufen jetzt und gucken mal. Ja, jetzt ist Mika hier. Was macht Mika gerade? Mika stillt gerade sehr schön. Kann man da noch irgendwas so einstellen jetzt? Skippy-Körper, Bio. Kann man nicht wirklich einstellen. Das läuft alles automatisch. Ist auch gut so. Oder müssen wir es vielleicht bei Skippy einstellen? Gucken wir mal kurz. Fütterung, ja, tatsächlich. Ah, Kinderpflege. Wir können noch weitere Kinder Kinderpflege einteilen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber, nee, weiß ich nicht. Wir lassen das erstmal Vater, Mutter machen. Milch ist gut, Babynahrung, na Milch. Ja, wir lassen Milch, Babynahrung, Insektengelee haben wir sowieso nicht. Lassen wir mal aktiviert. Haben wir ja aber gar nicht. Kommt also auch nicht zum Einsatz. Genau, und dann wieder rein und passt schon. So, jetzt liegt Skippy hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir unsere neuen Maschinchen hier einsetzen wollen. Wir haben ja hier die Wachstumskapsel. Da muss man auch Nahrung... Okay, Babynahrung, Heu, Pemmikan, Trockenfutter, alles klar. Wie funktioniert das? Person einfügen. Und dann, wenn die Person drin ist, was kann man dann? Wächst die dann einfach so? Kann ja sogar ein Embryo einfügen, das ist ja interessant. Gruselig irgendwie. So, was können wir bei der Genbank machen? Noch gar nichts. Die werden wahrscheinlich, also die Genbank bekommt wahrscheinlich Sachen aus dem Genprozessor oder aus dem Genextraktor. Da müssten Leute rein. So, füge eine Person in den Genextraktor ein. Ihr Erbgut wird extrahiert und zur Erzeugung eines Genpakets verwendet. Genau. Das eine zufällige Auswahl ihrer Gene enthält. Die Genextraktion ist schmerzhaft und macht die Person für einige Tage schwach und schläfrig. Für Personen, deren Gene gerade nachwachsen, ist der Vorgang tödlich. Eieiei, okay, da haben wir ja ganz schön so. Was ist der Genkombinator? Da können wir Gene kombinieren. Macht Sinn, der Name. Aber wir haben halt eben nichts in der Gendatenbank. Also, hier werden Gene extrahiert aus Kolonisten. Vielleicht auch aus Gefangenen, ich weiß es nicht. Die werden in der Genbank gelagert und können dann im Genkombinator miteinander kombiniert werden. Und dann, was der Genprozessor macht, weiß ich nicht. Mehr über Genprozessor. Ja,
Ja, genau. Also platziere ein oder mehrere Prozessoren in der Nähe eines Genkombinators, um die maximale genetische Komplexität des zu kombinierenden Xenokeims zu erhöhen. Je mehr davon gebaut werden, desto höher ist das Limit der genetischen Komplexität. Okay, wir könnten das also sogar noch weiter erweitern. Und da der Raum noch ein bisschen leer wirkt, kann man das von mir aus gerne machen, weil das war ja gar nicht so teuer. Ich glaube, dann würde ich die Sachen alle noch mal ein bisschen nach unten schieben. Vielleicht um... Ja, mache ich um zwei Stellen. Was habe ich jetzt gemacht? Ausschalten. So, hier wird gearbeitet. Dann machen wir das so, dass das in die Richtung zeigt. Jetzt müssen wir hier warten, bis es umgestellt wird. So, Dragner hat wieder Würfelobsession. Mit einer Skulptur bauen. Skulptur entsteht jetzt hier. Aus Dreck wird sie gebaut. Okay, da kannst du von mir aus auch stehen bleiben. Ich meine ganz ehrlich, was soll aus Dreck entstehen, oder? Also eigentlich kann das nicht so gefährlich sein. Wird schon gut gehen, hoffe ich. Und so, ja, hier ist die Brücke mit den Stromleitungen schon. Alles gut, das läuft soweit. So, hier mit den Lampen habe ich es übertrieben. Das stimmt. Das sehe ich gerne ein. Ich würde einfach mal hier die zum Beispiel abreißen. Einfach damit es nicht ganz so Overkill aussieht. Beziehungsweise, eins, zwei behalten wir auf. Dann setzen wir eine. Achso, die muss unüberdacht sein. Und hier ist halt Dach drüber. Das soll auch so bleiben. Dann reißen wir es ab. Okay. Gut. Ich hatte überlegt, hier eine Tür zuzumachen zum Klärwerk, aber da muss eh nie jemand hin. Falls doch, geht's auch von hier. Und wenn wir hier eine Tür machen, dann, dann wird es hier wieder vom Durchgang her gefährlicher, weil dann kann man besser leicht hier rein und dann hier durch. Das machen wir deswegen nicht. Dann habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, ob man den kompletten Fallenraum, sag ich mal, so ein bisschen umdesignt, dass man tatsächlich nur einen Eingang hat und dann die Schussanlagen anders platziert. Aber das mache ich vielleicht in der kommenden Folge mal, aber jetzt möchte ich das noch nicht tun. Aber die Überlegung ist auf jeden Fall da. So, dann brauchen wir eine neue Forschung. Wir nehmen mal die impulsgeladene Munition. Die weiteren Solarpaneele sind auch da. Hier müssen wir, glaube ich, noch das Auto entfernen einstellen. Bei den anderen ist das schon, jawohl. Dann läuft das auch. Und dann wird hier gerade die zweite Batterieladestation gebaut. Sehr gut. So. Ist der Raum auf jeden Fall schon mal besser genutzt. Hier fehlt uns jetzt die Medizin. Da wollte ich jetzt, White Fox war es, glaube ich. Medizin 1. Nein, was? War es Klippenläufer? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ach, übrigens bei Skippy natürlich auch Medizin erstmal. So. Drogen. Klippenläufer, was? Klippenläufer soll jetzt mal hier Medizin herstellen. Nicht für Drogen zugeteilt? Hä? Ist doch zugeteilt. Ach, das ist... Oh mein Gott, das ist Düner. Ich bin in der Zeile verrutscht. Okay, dann Düner. So. Handwerk 4, Intellekt 4. Drogen. Handwerk ist 1. Okay, dann klappt das hier nicht. Da müssen wir gucken. Phoenix Eye hat Handwerk 3. Ach du Scheibenkleister. Wer kann Handwerk und Intellekt? Puh, da hätten wir hier Klippenläufer dann doch.
Dann macht's Klippenläufer. Mika ist zusammengebrochen. Okay, kann nicht gerettet werden, weil es schläft einfach nur. Ist vor Erschöpfung zusammengebrochen. Ist jetzt ungünstig, aber nicht kritisch. Skippy geht's sonst gut. Eltern sind glücklich, exzellentes Babybett. Passt. Oha, das ist eine Gefährdung, der wir sofort entgegentreten. Da lasse ich nichts anbrennen. Dragner leidet unter Würfelentzug. Oh Gott. Jetzt hat Dragner. Okay, Dragner will jetzt erst mit dem Goldwürfel spielen. Da muss White Fox den Puma mitnehmen. So, und da wird endlich unsere Medizin hergestellt. Wir haben jetzt auch schon 4 Pakete. Das heißt, jetzt werden langsam aber sicher endlich diese Dinger hier fertiggestellt. Die brauchen 4 Medizinpakete. Dann ist das gut so. Okay. Das Ding ist schon beliefert, das muss nur noch gebaut werden. Warum legt sich Render? Ach, der Render legt sich hier hin. Nee, warum legt er sich hier hin? Ah, weil die Behandlung in 0,6 Stunden erlischt. Das finde ich gut, dass er dann da schon Platz nimmt, weil jetzt gibt es einen Auftrag, jetzt kommt ein Arzt. Irgendwann zumindest und macht das. Mika ist schon wieder zusammengebrochen. Nein, Klippenläufer ist zusammengebrochen. Bis zur Erschöpfung gearbeitet, gibt's doch gar nicht. Hinlegen. So. Unfassbar. So, hier sind die Sachen fertig versetzt. Dann versetzen wir die und bauen jetzt noch einen weiteren. Ja, das geht natürlich auch nicht. Warten wir noch. Wohl bauen können wir schon. Dann ist er schon mal da. Dann versetzen wir ihn danach. Machen wir erstmal einen und eventuell noch einen weiteren. So wie ich das verstehe, lassen sich dann halt komplexere Genkombinationen oder irgend sowas in der Art erstellen. So, das Spa. Dragner wieder Würfelobsession, das wird immer schlimmer, ne? Hatten wir nicht gesagt, dass der Würfel auch dringend erforscht werden muss? Okay, das Studium muss auf jeden Fall weiterlaufen. Irgendwie müssen wir. Also es war echt ein Fehler, den anzunehmen. Ja, weshalb, wir hatten gar keine Wahl, ne? Oder kam der als. War der sogar eine Questbelohnung? Das ist ja noch schlimmer, weil dann habe ich das ja sogar aktiv über uns gebracht, dieses Leid. So, was fehlt jetzt hier? Schieferblöcke. Aber Blöcke sind noch genug da, soweit ich weiß. Ja, das ist nicht das Problem. So. Ich stelle das hier so drüber, dann haben wir das einigermaßen symmetrisch. So, das Spa. Ich will zunächst mal die Farben ändern. Genau. Wir nehmen mal so einen Terrakotta-Ton vielleicht. Das ist aber sehr.
So, wechseln wir das einfach schön ab. So Schachbrettmustermäßig. Könnt ihr mir sagen, wie hässlich das jetzt geworden ist? Ich finde, so schlimm ist es gar nicht. Lämpchen. Vorratskapseln. Was haben wir da? Blutkonserven. Oder ja, Hämogenpakete. Bei Verletzungen und Verwundungen, glaube ich nicht. Schläfer macht einen Ränder hier draußen. Hat er hier gemacht? Keine Ahnung. Kein Lagerplatz. Okay, die müssen die gekühlt werden? Steht hier nicht. Nicht überdacht draußen. Kann aber sein, dass wenn man es dann reinholt, dass dann da steht, gekühlt oder so. Eigentlich ist das eine Sache für die Krankenstation. Ich würde hier einfach noch einen Kühlschrank reinstellen für Hämogenpakete. Ich frage mich gerade, ob wir wirklich zwei Badezimmer brauchen. Und ich sage einfach mal nein. Kolonistensklaven, keine Gäste, Belegung prüfen, Unisex. Dann kommt hier ein kleiner Lagerraum rein. Kühlschrank. Dann machen wir da nämlich auch Nahrung rein noch. Dann ist es zumindest in der Nähe. Und die intravenöse Dripstands sind alle da. Yolanda hat eine Inspiration erhalten. Ja, ich baue schon mal einen Kühlschrank, aber keinen Wandkühlschrank. So, Mini-Kühlschrank. Ich setze den einfach erstmal da rein. Strom haben wir schon gemacht. Erholung oder Entspannung, da ist es. Hier muss doch irgendwo, nee, das ist bei Hygiene, ne? Nee, da ist es doch, das Schwimmbecken. So. Das setzen wir jetzt so da rein. Dann kommt hier ein Whirlpool hin. Zwei Whirlpools. Und hier kommen ein paar Duschen hin. Und dann nehmen wir jetzt dann Powerduschen. So, sorry, ich musste kurz unterbrechen, aber da bin ich wieder. So, also Schwimmbad wird gebaut.
Dann noch mal eben kurz gucken bezüglich der Fliesen hier. Nee, da geht's auch nicht weiter, aber gut. Dann das Spa. Das, ich denke mal, das ist gut, dass das jetzt fertig wird. Ich würde da vorne eine Glastür einbauen. Strukturen, Glastür. So, und hier. Eigentlich muss da so eine Toilettentür rein. Kabinentür. Eigentlich ist das ja keine Kabine. Ne? Aber ja, wir machen es so. Ist es eine Dusche, so eine, kennt ihr, Schwimmbad, so eine Allgemeindusche. Ach ja, und da muss natürlich auch ein Wasseranschluss hin, das habe ich jetzt vergessen. Kommt sofort. Ziehen wir einfach hier noch runter. Dann passt das. Okay. Und das Schwimmbad, ja, das Schwimmbad. Da muss mit Sicherheit auch ein Anschluss dran. Das können wir hier wahrscheinlich einfach rüberlegen. Gucken wir mal. Ja, passt. Wunderbar. Gut. So, dann lasst uns das Schwimmbad so was einfärben. Ja, eigentlich ist okay, oder? Würfelobsession. Schon wieder mal. Ja, ja. Kann Klippenläufer vielleicht jetzt nochmal den Würfel einmal studieren, damit wir da wirklich weiterkommen. Ah, der ist in einem Tag wieder studierbar. Gut. Dann ist es so. Machst du nichts dran. Venovo 14, Stufe 14, Bergbau. So, aber das Hämogenpaket, das müssten wir jetzt eigentlich lagern können. So, da kommt jetzt Hämogenpaket rein. Also hier kommt, also erstmal kommt hier gar nichts rein, aber Hämogenpakete. Dann haben wir nämlich ein Lager dafür. Oh, ich weiß nicht, wer hat die vorhin mitgenommen? War das Gijo? Hat die noch irgendjemand im Inventar? Einmal eben durchklicken. Weil entladen konnte er ja nicht. Da genau. Render war's. Legen wir kurz ab. Okay. Aber das jetzt hier abgelegt, liegt jetzt unter ihm. Ja. Dann einmal wegtragen. Dann mach euch weiter mit dem Buch. Passt schon. So, jetzt haben wir so eine Situation, ne, mit Gewitter. Jetzt kann natürlich, wenn wir echt Pech haben, hier in die Energiezelle einfach was reinknallen. Das wäre schon echt ein ziemlich böser Zufall. Dragner hat eine kreative Eingebung. Feuer im Heimatgebiet. Ungefährlich wegen Regen. Gut, gut, okay. So. Das Kraftwerk ist am Netz und arbeitet. Also Energieprobleme sollten jetzt auch wirklich endgültig vorbei sein. Zumindest sind die Batterien mal alle voll. Passt also schon. Okay, Leute. Ich würde sagen, für diese Folge haben wir genug gemacht. Wir haben immerhin Teil des Bads fertig. Des Spas, besser gesagt. Ich denke mal hier noch so ein, zwei Hocker oder so, dass die Leute sich hinsetzen könnten. Die Whirlpools werde ich noch anders färben. Die Duschen auch. Das machen wir aber alles dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.